Willkommen in der Season 8. Im heutigen Video schauen wir uns den neuen Arena-Modus mal so ein bisschen an und schauen, worauf man achten muss, was es Neues gibt. Willkommen in der Season 8. Im heutigen Video schauen wir uns an, was man im Arena-Modus alles Neues, auf was man achten muss. Und was hier ganz Besonderes ist, ich sehe... Bubble. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar Runden gezockt heute, also Solo, Normal, Public. Komme ich hier runter? Ohne zu sterben? Ah, puh. Auf jeden Fall, heute gehen wir schon mal den Arena-Modus genau an. Ich habe schon ein bisschen gezockt, ein bisschen Solo. War eigentlich ganz geil, hat mir sehr gefallen. Gab einige neue Waffen und einige alte neue Waffen, die wieder zurück ins Spiel kamen aus dem Tresor. Ich sage einfach mal die Runde ein bisschen durch und schau, was Neues ist. Es gibt nämlich auch ein paar wirklich neue Waffen, ganz neue Waffen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Like da. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen auf... das ist die erste Farmers. Ich finde Farmers sehr geil. Ich nehme die Farmers direkt mal mit. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen auf Erkundungstour und schau so ein bisschen rum, was es Neues gibt. Weil hier war jetzt echt nicht wirklich viel los, muss ich sagen. Und hier ist schon mal der erste Cube. Bin ich mal gespannt, was macht der? Was kann der? Muss ich jetzt direkt mal hinschauen. Ja, okay, so wie immer so ein Cube halt wie damals in Season 6. Finde ich sehr geil, weil Season 6 war so meine Lieblingsseason damals. Und was habe ich gerade bekommen? Was war das so? So Wassertropfen, nur irgendwie in Regenbogenfarben. Okay, komische Sache. Und so hier Cubes gibt's wieder. Geil. Bin ich so ein fresher Geist. Was war das hier? War das so ein Jumppad wie damals? Das ist ein neuen Jumppad, wo so Luftdinger waren. Schau mal, komm, ich geh nochmal drauf. Was macht die? Tschüss. Wow, wie weit man fliegt. Wow. Oh mein Gott, wie geil. Nice. Okay, da unten ist auch so ein bisschen abgestürztes Zeug von dem UFO. Schau ich mir jetzt sicher, ich muss in die Zone ein bisschen. Wow, dann ist diese Windkanäle. Sehr geil, auch wie damals in diesen neuen. Ich finde es ist geil gemacht, dass wieder so viele alte Seasons so ein bisschen zurückgekommen sind. Mit ein paar kleinen Änderungen, aber im Großen und Ganzen ist so. Ist viel Altes wieder dabei, was echt geil ist eigentlich. Ich kann hier. Hä? Ich kann den Gleiter nicht öffnen. Lol. Dieser Geist ist echt. Ey! Jetzt bekomme ich Fallschaden einfach, hä, wie frech. Neues gibt's hier so, wie es aussieht, aktuell nicht. Dann sehen wir uns einfach weiter beim nächsten Highlight von der Runde. 12 Sekunden später. Oh, nice, die Schrauben gibt's auch wieder. Ich muss gleich mal schauen, Schrauben. Was kann man damit machen? Man kann so eine aufladbare machen. Die mag ich zwar nicht, aber... Ah, ne, ich mach's hier nicht, ich mag die nicht so. Okay. Jo, hier ist so ein Automat und so ein Hase drauf. Ich baue mal kurz zu. Kumpel, ist das in Ordnung, wenn ich dich Kumpel nenne oder ist das so peinlich? Das ist ein bisschen peinlich, Bro. Aber es ist scheinbar ein ganz normaler Automat mit so einem Hasen vorne drauf oder so. Eigentlich ganz geil, kann man jetzt auch nicht meckern. Nö. I'm fast as fuck, boy. Es leben noch 16 Leute. Und ich habe noch keinen einzigen Gegner gefunden. Oh, gefunden ist jemand. Kaum sage ich's. Ey, ey, komm ich raus hier. Auf. Don't. Korrekt, so, da links ist einer und da rechts habe ich einen gesehen, bei diesem Gebäude, genau da. Piekt der? Komm. Wenn er piekt, ich gebe ihm einen Triple Headshot mit der Farmers. Triple Headshot. Und seinen fetten Laser. Bei dem werfen wir mal so... Mal ein bisschen einheizen. Der ist da mit der Aug, einer von der Aug, let's go. Spannend, komm. Zeig dich, kriegst du einen Laser. Kriegst du einen Laser, wenn du dich zeigst. Komm, noch ein Glühwürmchen für den Drip. Komm. Komm, ein Laser, komm. Ah! Oh mein Gott! Ah, Digga, hä? Ja, was soll ich machen? Digga, hä? Wann kommt einer mit der P90 an? What the fuck? Egal, nächste Runde. Einen Ort habe ich jetzt noch nicht entdeckt in der ganzen Runde. In den ganzen Runden. Ich habe schon ein bisschen mehr gezockt. Auf ein bisschen Publix nochmal. Um das Ganze so ein bisschen kennenzulernen. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ich glaube, inzwischen hat es auch jeder gecheckt. Wenn ihr es gecheckt habt, lasst ein Like da. Also, dass mir die Season gefällt. Und es gehen anders viele mit, so nach Pleasant, oder dieses neue Ding hier. Den Luftröhren. Die gehen alle Pleasant. Okay. Ich gehe trotzdem mal hier hin, weil ich hier irgendwie geiler finde. Okay. Komm, den Laser, ich jetzt so weg. Oha. Da war noch ein anderer Laserer am Start. Der es ein bisschen besser konnte als ich. Okay, ist noch. Hilfe! Ah, es waren diese Dinger da. Diese. I don't know. Wer ist jemand?
Oh mein Gott, war das knapp. Er hat eine MP dabei. Ja, dann extra eine Pump. Ja, was soll ich machen, Digga, ohne Pump? Wow. Ach man, Digga, alle haben eine Pump, bloß ich nicht. Stop it. Get some help. Wisst ihr was, ich geh jetzt nochmal in Publix normal rein. Arena ist eigentlich ganz nice. Bis auf, dass ich keine Pump gefunden habe und gestorben bin. Zweimal. Du hast eine AP, mein Freund. Der hat so ein neues Gewehr. Was ist das? Das will ich auch haben. Komm her. Dead. Bam. Meins. Was ist das für ein... dieser alte automatische Sniper. Oh mein Gott. Und Slama ist kaputt. Was ein Hund. Ich hasse ihn jetzt schon für seine Anwesenheit. So geil, dieser Sniper. Ich habe die so gefühlt damals. Die ist so OP. Ich sag's euch. Gibt dir viel keine bessere Sniper als die hier. Eine Ewigkeit später. Lol. Die Harpune ist zurück. Nice. Der hab ich ja so vermisst. Komm, ganz quick angeln. Was ist das? Schattenzappler. Was macht der? Ach, es ist wie so ein Cube. Nur anders. Und jetzt kann ich das Ding ja nicht mehr nehmen. Oder von da sind welche? Ich bekomme jetzt so einen Laser. Passt auf, Leute. So ein Laser. Ja. Perfekt. Oh, da ist auch noch einer. Komm, den Laser. Da ist auch noch jemand. Was machen die hier? Belagerung, Krieg, Belagerungskrieg? Ich push mal der Link, der sieht ein bisschen loster aus. Ja, verstanden, Bro. Ah, ja, jetzt kommt noch einer von da rechts. Let's go, wir gleich zwei Biggies geben. 10 Sekunden später. Haha, oh Gott. Dead. So, du Affe, Alter. Mann, hat der Typ genervt. Ist er hier vorne? Ah, da ist jemand. Von wo jetzt noch, hä? Ah, Laser! Cracked! Komm her, jetzt bist du dran, mein Freund. Auf! Ja, Digga, hä? Von wo überall? Wer hat so tot gesprayt? Ja, Digga, 90s sind jetzt nicht so die Meter, mein Freund. Ja, Affe, Alter. Ich hab auch so... man kann eine aufladbare machen. Nice. Eine Silent Scar! Meine absolute Lieblingswaffe. Es gibt keine Waffe, die ich mehr liebe als die Silent Scar. Ich schwöre euch auf alles. Die Silent Scar ist einfach meine große Liebe. Kann mich jemanden lasern? Ich habe keine Zone. Ah ja, gut, geht noch. Silent Scar, oh mein Gott. Diese Season ist so geil. Das wird wieder meine neue Lieblingsseason. Der Minigun, wollte diese Minigun her. Treff nichts. Digga, er chillt im Busch. Was ein Knecht. Hinterm Baum ist er gleich. Oh Gott! Crack, bam! Was, Digga, es hat geleckt bei mir wegen dieser scheiß Tür. Ach man, ich bin so schlecht, ganz ehrlich. Tja, das ist die traurige Wahrheit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön. Und hier oben links, rechts, irgendwo im Bildschirm könnt ihr noch ein anderes Video von mir anschauen und meinen Kanal abonnieren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.